Und es geht weiter und ich werde von meinen Männern gedeckt und die Wachen könnten mich nicht sehen, was total unlogisch ist und auch gar nichts bringen würde, weil die greifen ja sowieso direkt alle immer an. Wo ist denn der Fettsack? Gibt's gar keinen, cool. Ey, das wäre ja mal cool. Keine Fettsäcke. Ne, es waren nur 3 insgesamt. Okay. Wenn es nur 3 insgesamt sind, dann geht ja raus, ne? So richtig. Zack, zack, zack. Hätte ja noch einen anderen Part da gerade reinmachen können. Hier dieses kleine Zähnchen. Na egal. Machen wir es halt in den nächsten, ne? Haltet diese Stellung. Wird erledigt. Anschließend. Anschließend, Mimi. Wie viele Leute hatte ich dabei? So viele hatte ich gar nicht insgesamt. Ich will immer über die Mauern klettern, dann kommen die ja nie hinterher. Das ist voll schlimm. Das ist richtig, richtig schlimm. Eccolo. Alter, warum greifen die schon wieder die Leute an? Oh, ich glaube, es hat. Eine Art Vorgeschmack. Wie ihr direkt schon weiß, dass ich ihn angreifen will, ne? Alter Leute, helft ihr mir? Nö, ich darf nicht alleine kämpfen. Ey, der Typ, der steht da rum, der könnte den schönen Rücken oder sowas machen. Nee, wir stehen da und gucken zu. Und halten unsere Arme so ausgestreckt und umarmen den halb noch. Sieht doch so aus, als würde der den halb umarmen jetzt gerade, ne? So. Jetzt läuft er weg. Mimi. Ich hab nichts drauf. So. Jetzt lass uns gehen, ey. Ich hab keinen Bock mehr auf so Kindergarten, die da machen. So, bevor er jetzt geht, muss ich ein bisschen meine Bekanntheit mal runterstufen hier. Die ist viel zu hoch. Yay, so. Blub. Blub. So. Hallo, Leute, wo seid ihr denn? Eccolo. Ja, ich krieg ihn angeblich nicht ganz weg, na egal. Blub. Eine ist down. Und die anderen kriegen den eh nicht. Boah, die haben wieder Stress angefangen. Ich muss mir 2 Ziele eliminieren, aber es werden immer mehr. Oh, jetzt ist schon wieder so ein Fettwand da. Ich glaube, es hat. Ey, Leute, wollt ihr mir nicht mal helfen? Nö. Mir helfen doch nicht. Im Hintergrund dengelt noch das Telefon. Oh, geil. Zum Glück habe ich das jetzt mal leiser geschaltet. Das hat ja übelst genervt, wenn es so saulaut war. Trotzdem nervt es mich noch. Weil zumindest könnt ihr es nicht mehr hören. Falls ihr es gehört habt, war es bestimmt auch ein bisschen nervig. Na egal. Alter, Leute, was macht ihr denn? Nix, ne? Nix. Alter, was ist los? Mach jetzt diesen Fettsack fertig. Tschüss. Alter, WTF. Warum greift ihr mich auch an, ihr Pissers? Bam, voll in die Face, Alter. Das hast du verdient. Und du, jetzt hör auf. Bam. Schlag dich kaputt, Alter. Oh, da, was hast du davon? Meine Fresse. Gut, die mal direkt rausgehen und dann alle Wachen noch alarmieren. Ey, ich kotze gleich, Mann. Die ganze Zeit kommen die da einfach hin und. Ah ja, die laufen erst 10. Hier werdet ihr wach. Gebt ein Zeichen, wenn wir zuschlagen sollen. Die laufen 10 Jahre hier an diesem Ding vorbei. Wo ich sie postieren will und ja, ne? Ganz klar. Hey, was willst du denn? Mimi, was willst du denn? Mimi, halt's Maul. Hier müsste ein Zettel sein. Ach, der ist da hinten. 18.000 in der Truhe, oh, das ist ja mal fett hier. Oh, und hier muss ich nicht mal hochklettern, das ist ja geil. Gut, dann ab zur nächsten Mission. Hallo, wo seid ihr denn? Irgendwo da. Ja, wo seid ihr denn? Ich renne zu einer Person und frage, wo seid ihr denn? Ja, ganz klar. Ich glaube, es hackt. Hier sollte auch ein. Oh ja, klar, ich laufe da vorbei. Ich mache das jetzt weg, weil ich hasse, wenn ich. Sprachfehl hoch 10 hier. Ich hasse es, wenn ich die ganze Zeit erkannt werde und so weiter und so fort. Hui. Kann ich nicht da schon lang? Doch, eigentlich ja schon, oder? Hui. Boah, ich bin ein Assassin. Ich bin ein Assassin, der nicht hochkommt. Das ist ja eine Scheiße. Hallo? Ach, da rein. Flup. So. Ah, da seid ihr ja. Ist es getan? Ja, alle eure Männer sind in Stellung. Bene, bene.
Nehmt dies. Ihr wisst ja, wie man damit umgeht. Findet den höchsten Punkt im Bezirk. Schießt es von da aus ab. Auf dieses Signal hin werden meine Männer den Angriff beginnen. Nun gut. Ich sehe euch dann auf dem Schlachtfeld. Das werdet ihr. Dann kommt einfach mal nicht. Oh nö, hat keinen Bock. Ich war gerade, nee, Fernsehen gucken ging ja nicht. Na egal. Angriffsziel geben, dann Attentat auf Dante und Silvio ausführen. Oh, sogar gleich zwei Ziele auf einmal direkt genannt. Das ist ja hammerhart hier. So, wer klettert jetzt nicht auf den Aussichtspunkt, weil wir haben Besseres zu tun. Und ich wurde heute auch noch drauf angesprochen. Ja, das kannst du ja mal, wenn du unbedingt die Aussichtstürme alle machen musst, offscreen oder so machen. Stimmt aber auch. Man muss es ja nicht unbedingt in der Aufnahme hier machen, ne? Dann dauert das ja Ewigkeiten, wenn ich das immer mache. Halt, das ist, kann man machen natürlich, wenn man jetzt so halt noch ein, zwei Minuten, man guckt auf die Uhr und sieht, noch ein, zwei Minuten habe ich zum Aufnehmen. Dann geht das, finde ich, aber sonst muss man ja nicht unbedingt dann machen, ne? Nee? Ich hoffe, das seht ihr auch so. Flug. Wenn nicht, habt ihr Pech gehabt. Ich mach's einfach so. Was ist los? Ich muss hier hoch. Oh ja, er kann. Er hätte noch hochklettern können. Ich jump lieber immer, ne? Hui. Warum macht er immer nur einen Schritt und geht immer nur mit dem rechten Bein an die Treppe da hoch? Yay. Ein Signal. Alter, Feuerwerk, wie krass. Hat er es aus der Hand abgeschossen oder was? Und sie fangen direkt eine Metzelei an. Ja, das können sie gut. Nur so gewinnen die irgendwie, glaube ich, meistens nicht. Da, der eine kriegt voll auf die Fresse da unten rechts. Der hat voll auf die Fresse bekommen. Alter, was der für ein Megaschwert hat. Das ist Bartolomeo ja voll... braucht meine Hilfe. Ja, das war so klar. Bartolomeo braucht meine Hilfe. Wo ist denn der? Ach da, okay. Ey, Ezio, spring da hin. Jetzt voll aufs Haus, da so pff, tot. Das wär's jetzt, ne? Oh, wie der Controller vibriert hat, das war ja grausam. Bartolomeo braucht deine Hilfe. Es war klar, dass ich dem helfen muss, weil er es nicht wieder auf die Reihe kriegt. Muss zum Arsenale zurück. Ist das dein Idiot? Salve, Ezio! Wollt ihr Gesellschaft? Ich bitte darum. Alter, warum habe ich den jetzt nicht gekriegt? Ne, ich leg mich mit allen gleichzeitig an, saugut. Ich kenne diesen Mann. Alter, Ziel eliminiert, ja klar. Alter, Bartolomeo, was macht der? Der kriegt die kleinen Pisser noch nicht mal down. Was ist denn das für eine Hilfe hier, bitte? Ah ja, da kommen noch 10 weitere Fettsäcke und weiter und Leute und weiß nicht was. Als ob ich so dick hinter Business hätte. Alter, kannst du mal bitte aufhören? Ich mach das Fetti weg. Das Warnung, im Zielgebiet bleiben. Ja, wenn die abhauen, geht dann schlecht, ne? Und ich die aber wegmachen muss. Hat er den einen jetzt erledigt oder ist er verreckt einfach insgesamt? Ihm nach! Ich hab nur mitbekommen. Ihm nach! Dante ist geflohen, ihm nach. Nö, ernsthaft, der ist geflohen. Das hab ich ja gar nicht mitbekommen gerade vorhin. Da war nur so ein fettes Video. Ein feines Exemplar, nicht wahr? Es sollte euch eine Ehre sein, durch seine Hand zu fallen. Ich krieg grad nicht mit. Nicht mal, du Hurensohn. Alter, was los? Ey, ich greif den Falschen an. Der ist der Verbrecher, der verbrechen muss. Wir müssen dieses elende Schwein aufhalten. Ja, ich bin dabei, Junge. Ich bin dabei. Alter, was der für ein Schwert hat, das ist doch eher eine Axt. Aber nicht ja, so eine zweiseitige Axt, mit dem man Bäume abhacken kann. Stehst du zwischen zwei Bäumen, schlägst nach links und rechts und jedes Mal kriegst du einen Baum ein bisschen mehr kaputt. Ja, der steht da rum und guckt um zu und hält sein Schwert so. Oh, soll ich zuschlagen? Soll ich nicht? Nee, nee. Lass mir den Ezio lieber das machen. Guck, der Tritt da so gut hin war, da müssen wir nicht unbedingt eingreifen. Genug davon! Wir haben keine Zeit! Komm zu mir! Wir müssen abreisen! Ezio, geht jetzt! Dieser Rohling führt euch sicher direkt zu seinem Meister! Meine Männer und ich bleiben hier und verhindern, dass die Wachen euch folgen! Okay, vielen Dank, Junge. Das ist gute Arbeitseinteilung. Schnell! Die wollen ohne uns ablegen! WTF? Ich hab den doch gerade besiegt, hab ich gedacht. Sag mal, willst du mich verarschen?
Ah, ja, ich muss die beiden erledigen und ja, ne? Ich gehe jetzt erstmal den da holen. Alter, Ezio, renn du Schlampe. Ich habe meine Befürchtung, ein Idiot. Mein Gott, wie mir auf den Piss gehen. Ey, nee, ernsthaft, ne? Ja, dann geht doch mal weg. Alter, du fucking Arsch. Nee. Mimimi, nee, komm, wir holen lieber 10 Wachen noch dazu. Wir kriegen's ja nicht alleine auf die Reihe. Alter, was los? Alter, Ezio kann ich schon mal machen. Nee. Mimimi. Boah, yes. Nee, warum? 10 Jahre mit 10 Wachen. Alter, was? Dieser kleine Vollidiot. Boah, was los, Ezio? Du musst nicht überall hochklettern. Das hier ist zwar Assassin's Creed, aber trotzdem, nee, brauchst du nicht. So, jetzt verreck endlich. Ich hab dich schon mal halb besiegt, gerade vorhin. Aber nee, dann müssen wir auf einmal wieder kommen. Ja klar, wie ich ihn angeblich nicht wegkrieg, ne? Diesen kleinen, kleinen Penner da. Dieser Kapitän da steht einfach mal 10 Jahre rum und macht nichts. Ey, könnt ihr mal aufhören, mich vom Deck zu kicken? Das ist nicht nett. Und nichts, was du tust. Ich weiß es gerade nicht. Okay, ich hab beide. Der eine hat nur einen Schlag gebraucht. Sau gut. Was ist hier passiert? Warum die Schiffe? Ich dachte, ihr wolltet den Sitz des Doge. Nur zur Ablenkung. Wir sollten segeln. Wohin segeln? Das sage ich nicht. Doch. Zypern heißt ihr Ziel. Sie wollen. Sie wollen. Fürchtet nicht das Dunkel. Empfangt seine Umarmung. Requiescat in pace. Gut gemacht, Ezio. Silvio ist besiegt. Und der Militärbezirk gehört wieder uns. Vielleicht wird Venedig nun endlich ein wenig Ruhe und Frieden genießen. Feiern wir unseren Sieg! Ich freue mich für euch und die Männer, Bartolomeo. Aber ich kann nicht bleiben. Mein Weg hat gerade eine Abzweigung genommen. Wie meint ihr das? Silvio wollte Marco gar nicht als Doge ersetzen. Eigentlich wollte er Venedig gerade verlassen. Das war alles nur eine Ablenkung. Wovon? Das muss ich noch herausfinden. Plus 8000 Florin, das ist toll. Jetzt ist eh die Sequenz wahrscheinlich gerade beendet wieder, oder? Ja, sieht so aus. Ne, Briefe an Dante Moro erhalten. Doch, Erinnerung synchronisiert, Sequenz 10 beendet. Ich dachte, die hatte ich schon, na egal. Dann bin ich halt jetzt ein Elf. Stimmt, das ergibt gar keinen Sinn. Wie dumm. Freirennmarkierung, bla bla bla. Ja, die erlauchteste Republik Venedig, 1488. Ja, die Dingens, die Stadt baut sich sehr schön aus. Auf. Ich meine auf natürlich. Voll der Sprachfehler hier. Sieht da aus, als wäre voll am Kiffen. Warum so ernsthaft? Ich habe Geburtstag. Wirklich? Meinen herzlichen Glückwunsch. Wie schön. Ach ja? Es ist über 10 Jahre her, dass ich sah, wie mein Vater und meine Brüder starben. 10 Jahre auf der Jagd nach den Schuldigen. Nun stehe ich so kurz davor. Aber erkenne immer noch nicht, was das alles sollte. Du magst es nicht erkennen, Ezio, aber dank deiner Taten ist es jetzt hier besser. Basta. Schau hier. Ich habe ein Geburtstagsgeschenk. Das Schiffsmanifest des Arsenale. Vom Tag seiner Abreise. Das Schiff nach Zypern? Ist das dein Ernst? Und rat mal, wann es wiederkommen soll. Morgen. Ezio. Leonardo, du bist zurück? Seit eben. Ich muss mit dir reden. Sofort. Geht schon. Habt Spaß, Jungs. Das sollte sich besser lohnen. Oh, kein Zweifel. Komm mit mir. Bleib nah. Jetzt kommt. Ja, diese letzten beiden Codex-Seiten. Ich studierte immer die Kopien. Ich weiß nicht, warum ich es nicht früher bemerkte.
Aber als ich sie zusammenfügte, sah ich, dass die Markierungen einen Sinn ergaben. Hier, der Prophet wird erscheinen, wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Prophet. Nur der Prophet kann sie öffnen. Zwei Edensplitter. Was sagst du da? Ezio, was ist los? Wir kennen uns nun schon lange, Leonardo. Wenn ich dir nicht trauen kann, dann keinem. Mein Onkel Mario sprach vor langer Zeit davon. Eine Prophezeiung, versteckt im Kodex. Eine Spur zu einer alten Gruft, wo etwas sehr Mächtiges ist. Grandioso. Aber wenn ihr diese Seiten von den Barbarigo habt, dann wissen sie vielleicht auch von dieser Gruft. Das ist nicht gut. Wartet. Und wenn sie das Schiff deshalb nach Zypern gesandt haben, um den Edensplitter zu finden und ihn nach Venedig zu bringen? Wenn das zweite Stück in die schwimmende Stadt gebracht wird. Erscheint der Prophet. Nur der Prophet kann die Gruft öffnen. Mein Gott! Als mein Onkel mir von dem Kodex erzählte, war ich zu jung, zu dumm, um mir vorzustellen, dass es mehr ist als nur die Fantasie eines alten Mannes. Aber jetzt weiß ich es. Der Mord an Mocenico. Der an den Medici, meinem Vater, meinen Brüdern. Alles Teil des Plans. Um die Gruft zu finden. Der Spanier. Rodrigo Borgia. Das Boot aus Zypern kommt morgen. Ich werde da sein, um es zu empfangen. Viel Glück, mein Freund. War's das, oder? Ich weiß nicht. Er wird nicht mehr als Ziel angezeigt. Aber gespeichert hat er auch nicht wirklich was. Na egal. Wir befinden uns auf jeden Fall jetzt in Sequenz 11. Und ich weiß auch schon, wo es jetzt hingeht. Ich weiß gar nicht, wie viele Sequenzen jetzt kommen. Aber nicht mehr viele. Ich weiß nicht, 14 oder 15 oder 16 Sequenzen gibt's. Mindestens mal 14. Das weiß ich auf jeden Fall, dass es 14 zumindest mal gibt. Mehr weiß ich gerade aber nicht mehr. Es kann auch sein, dass es noch mehr gibt, aber egal. Und ich habe ja alle Sequenzen, aha. Im Gegensatz zu manchen anderen, die haben ja, finde ich, voll beschissen eigentlich. Ich habe mir das gekauft, habe gedacht, ja, ist wie bei jedem anderen. Nee, ich habe noch alle Sequenzen dabei. Das finde ich zwar so cool, aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen unfair. Ich habe ja Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations zusammen gekauft in dieser Ezio-Trilogie. Und die hat damals halt, als die habe ich gekauft, als es neu raus war direkt. Ich hatte das schon im Internet betrachtet, ein bisschen, habe gesehen, oh, das kommt bald raus und so. Dann war ich mal, Ezio, kletterst du? Danke. War ich mal im Mediamarkt so, habe gesehen, oh, die gibt's da auch. Sogar in der Steelbook Edition habe ich gedacht, oh, kaufe ich mal. Dann habe ich für 50 Euro alle drei Teile bekommen. In Steelbook Edition und weiß nicht was noch. Und hier diese Sequenzen und ja, pipapo. Auf jeden Fall ist auch cool eigentlich, ne? Alter, warum leckt das manchmal so, ne? Das ist voll brutal. So, noch gerade da hinlaufen zu der Mission, aber bevor wir anfangen, sage ich. Ja, wo sind die? Erstmal suchen. Hä? Achso, da oben, egal. Dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Tschüss.